Die Nacherfindung des Porzellans in Sachsen nach 300 Jahren vergeblichen Experimentierens bedeutete einen wahren Triumph für August den Starken. Und er erkannte sofort, dass er jetzt mit diesem exotischen und begehrten Material Porzellan ein Alleinstellungsmerkmal besaß. Und das verstand er als einen Trumpf in seiner Hand, den er voll auszuspielen gedachte. Und deshalb dem Porzellan am Dresdner Hof eine ganz herausragende Präsenz und Rolle einräumte. An anderen Höfen war es in der Zeit üblich, einzelne Kabinette mit Porzellan auszuzieren. August der Starke beschloss, um die Pracht noch zu steigern, seiner Porzellansammlung ein ganzes Schloss zu widmen. Und dort sollten alle Räume über und über mit Porzellan auf vergoldeten Konsolen besetzt werden. Das war am Anfang erstmal nicht zu schaffen mit der Produktion der Meißner Manufaktur. Doch das Potenzial hatte sie ja schon. Das ostasiatische Porzellan blieb aber der Maßstab, mit dem sich das neue Produkt messen musste, weshalb August der Starke begann, in enormen Umfang ostasiatisches Porzellan zusammenzuraffen, muss man sagen. 29.000 chinesische und japanische Porzellane trug er zusammen. Dieses Porzellanschloss blieb letztlich ein Traum, denn August der Starke starb, bevor die Innenausstattung begonnen werden konnte. Aber es gibt sehr detaillierte Aufrissentwürfe von den einzelnen Wänden und die waren dann Inspiration für Peter Marino, einen New Yorker Architekten, der 2006 hier die Ostasien-Galerie gestaltete und sich anhand dieser historischen Aufrissentwürfe für seine Gestaltung inspirierte, ohne jedoch wirklich eine Rekonstruktion zu versuchen.